So, wir haben heute den 10. Mai und ich freue mich, euch wieder begrüßen zu können zu diesem neuen Video, einer neuen Lesung des Werkes von Gustav Mix, Roms Ziele und Praxis. Roms Ziele und Praxis. Roms Ziele in Theorie und Praxis. Ich sage das deswegen, weil heute der 10. Mai ist, weil gerade eben lief das Video, das ich vor einem Monat am 10. April aufgenommen hatte, über meine zukünftige Ausrichtung meines Kanals, wo ich ja erwähnte, dass ich diesen Israel-Trugschlüsse, diese Lesung mache nach einer intensiven Vorbereitung und als zweites Werk also als drittes Werk neben die Inquisitionslesung von Henry Charles Lear eben auch noch dieses Werk hier von dem Gustav Mix. Jetzt ist in der Zwischenzeit, das habe ich dann als Kommentar angepinnt in dem Live-Video, ist da noch ein Buch beigekommen, auch von Gustav Mix aus dem Schuldbuch der Jesuiten. Das hat sich dazwischen gedrängt, aber da habe ich alleine bei den ersten 20 Seiten bin ich so beeindruckt von gewesen, dass ich sage, das muss ich auch noch lesen. Also das werde ich auch noch irgendwie unterkriegen, aber danach geht es halt so weiter, wie ich angekündigt hatte. Nur bevor es irgendwo, irgendwie, irgendwann weitergeht, ist jetzt erstmal die Fortsetzung dieser Lehre hier ganz wichtig, dieser Lesung hier ganz wichtig. Wir sind auf Seite 9 in dem PDF, Seite 11 und Seite 14 und 15 in dem kleinen Büchlein. Wir sind oben auf Seite 15 geendet, hätten eigentlich den zweiten Absatz jetzt lesen müssen, aber ich gehe da noch mal ganz kurz zurück auf den vorletzten Absatz auf der Seite davor, also auf Seite 14 in dem Heftchen oder ja, Seite 9 im PDF ist es sowieso, weil das sind ja Doppelseiten hier. Ich möchte das noch mal eben wiederholen, was hier drin steht, weil das ist wirklich unglaublich wichtig. Es gibt so viele unglaublich wichtige Aussagen in diesem Büchlein, dass man eigentlich das ganze Büchlein mehr oder weniger auswendig lernen sollte. Übrigens genau dasselbe mit dem Schuldbuch der Jesuiten. Das muss ich ehrlich sagen. Da bin ich so beeindruckt von, was ich da gelesen habe bis jetzt. Das ist ja sehr, sehr schön, dass mir die Möglichkeit gegeben wird, diese Bücher kennen zu können, dass man mir die Links davon schickt, dass man mir die Bücher schickt. Es gibt da einen Bruder, den ich über Skype kennengelernt habe, der hier auch dieses Buch besorgt hat, der ein Internetarchiv aufbaut, das genau diese Dinge alle hochlädt, diese alten Schreiben, unglaublich viele sehr, sehr interessante Dinge. Ich möchte da jetzt gar nicht weiter drauf eingehen. Der Link ist in der Beschreibungsbox dieses Videos. Schaut es euch an. Das ist sein Archiv, seine Archivbibliothek ist dort verlinkt. Und wir gehen jetzt eben nochmal hier auf den vorletzten Absatz auf Seite 14 zurück und lesen nochmal eben kurz, was man hier jetzt nach alledem, was wir vorher gelesen haben, eben zusammenfassend sagen dürfen muss. Ne? Nach alledem wird man zusammenfassend sagen dürfen, sagen müssen, würde ich sagen. Roms letztes und höchstes Ziel ist in der Tat die absolute und unumschränkte Weltherrschaft. Es erstrebt eine völlige Verkirchlichung der Welt unter der unfehlbaren Leitung einer der. Was lese ich denn hier heute? Entschuldigung, also irgendwie. Ja, am Wochenende hart gearbeitet. Ich bin vielleicht noch ein bisschen müde, aber trotzdem möchte ich das heute lesen hier. Es erstrebt eine völlige Verkirchlichung der Welt unter der unfehlbaren Leitung einer alles umfassenden, alle Gebiete des Lebens umschlingenden Hierarchie, deren Allgewalt alle ohne Ausnahme, auch Fürsten und Könige, Ketzer und Ungläubige, gleichermaßen unterworfen sind. Und man wird dem hinzufügen müssen, es ist Rom niemals eingefallen, dies sein Endziel vor der Welt geheim zu halten. Das offizielle Rom wenigstens, die päpstliche Kurie, hat, wie wir gesehen haben, in ungezählten Kundgebungen bis in die neueste Zeit hinein laut und öffentlich seinen Anspruch auf Weltherrschaft geltend gemacht. Ja, Rom hat sogar ein ausführliches Programm zur Verwirklichung dieses bisher nur in der Theorie vorhandenen Anspruchs aufgestellt und darin unter schärfster Betonung des Endzieles die einzelnen Etappen auf dem Weg zum Ziel deutlich hervorgehoben. Das ist der Syllabus der Fehler von Antichrist Papst Pius IX. Im Zusammenhang mit der Enzyklika, die gleichzeitig mehr oder weniger veröffentlicht wurde, Quanta Cura vom Dezember 1864.
Nun, man mag ja über die Autorität des Syllabus für den einzelnen Katholiken und den Grad der Verpflichtung, die er dem Gläubigen auferlegt, geteilter Ansicht sein. Obwohl das nach den maßgebenden Äußerungen Antichrist Pius IX., Leos XIII. Und anderer Autoritäten über ihn für gute Katholiken eigentlich nicht mehr gut möglich ist. Erklärte doch Antichrist Pius IX. Am 17. Juni 1867 vor etwa 200 Bischöfen, Zitat: In eurer Gegenwart bestätige ich jetzt sowohl die Enzyklika Quanta Cura als auch den Syllabus und biete sie euch aufs Neue als Maßstab für die kirchliche Lehre dar. Ende Zitat. In eurer Gegenwart bestätige ich jetzt sowohl die Enzyklika als auch den Syllabus und biete sie euch als Maßstab für kirchliche Lehre dar. Also der Maßstab der kirchlichen Lehre ist der Syllabus der Fehler, der eine jede Regierung von dem Volk, für das Volk, durch das Volk, eine, wie man im Englischen so sagt, Grassroots-Bewegung, ja, also eine von unten nach oben wirkende Regierung, wie wir eigentlich aus einer wirklichen Demokratie erwarten sollten oder einer wirklichen Republik erwarten sollten, verdammt. Dass Gewissensfreiheit verdammt, dass Glaubensfreiheit verdammt, Glaubensfreiheit in der Hinsicht von, dass ich bitteschön die Freiheit habe, den Gott der Bibel so anzubeten, wie er es von mir verlangt und wie mein Gewissen es mir gebietet. Ja? All diese Dinge sind Irrtümer, sind niedergeschrieben in dem Syllabus der Fehler und das ist der Maßstab der kirchlichen Lehre. Das heißt mit anderen Worten, Antichrist Papst Pius IX. Sagt hier am 17. Juni 1867 nichts anderes als: Mein Wort steht über Gottes Wort. Weil Gott schreibt in der ganzen Bibel nicht irgendwas von einem Syllabus der Fehler oder von dem, was in der Quanta Cura drin steht. Na? Aber hier erhebt sich der Papst zum absoluten Herrscher in der Kirche. Er hat diesen Syllabus geschrieben, nur nicht eigenhändig, das wissen wir alle, aber sein Name steht darunter als Verfasser. Er hat den Syllabus der Fehler als Verfasser veröffentlicht und er sagt damit, das ist der Maßstab für die kirchliche Lehre. Nicht die Bibel und schon gar nicht die wahre, unfehlbare Bibel, die korrekte Bibel aus den korrekten Texten entstanden, sondern der Syllabus der Fehler und die Enzyklika Quanta Cura. Das ist der Maßstab für die kirchliche Lehre. Und ein jeder, das meine ich jetzt ganz ernst, ein jeder Katholik, der zu faul ist, sich diese Papiere anzuschauen, durchzulesen und zu begreifen, dass er diese Lehre vertritt als römischer Katholik, dem kann ich nicht mehr helfen. Aber wer sich die Mühe macht, sich hinzusetzen, diese Dinge zu lesen und dann zu sagen, von diesem Glauben, dieses Dogma, das kann ich nicht vertreten, da möchte ich kein Teil von sein, der muss dem Wort Gottes folgen, der in Offenbarung Kapitel 18, Vers 4 sagt, kommt heraus aus ihr, mein Volk, um eben zu erkennen, dass ihr dort in der Kirche nicht gut aufgehoben seid. Also wer es bis jetzt, bis zu dieser siebten Lesung hier noch nicht begriffen hat, der sollte spätestens nach diesem Satz verstehen. Ich meine, ich habe den nicht ohne Grund rechts und links diesen Absatz mit Ausrufezeichen versehen in dem Buch, so wie ich es auf Archive bei mir hochgeladen habe. Ja? Man muss sich mal die Tragweite dieses ganzen Satzes hier deutlich machen. Der Papst schreibt hier seine eigene Kirchenkonstitution, seine eigene Kirchenverfassung. Und nicht, auf nichts anderes kommt es drauf hinaus. Quanta Cura und der Syllabus der Fehler sind der Maßstab für die kirchliche Lehre, das heißt mit anderen Worten, das ist die Verfassung der römisch-katholischen Kirche, was da drin steht. Wobei doch der Maßstab einer jeden, zwischen Anführungszeichen, Kirche doch nur das Wort Gottes und die Bibel sein sollte und nicht die verdammenden Worte des Menschen der Sünde, der Papst nun mal ist. Ein ganz, ganz wichtiger kleiner Absatz. Der erste der neuen Lesung. Das davor war ja noch Wiederholung. Und jetzt
fahren wir weiter fort. Denn wir werden sehen, was Papst Pius IX. Hier sagt, wird jetzt fortgesetzt von seinen Nachfolgern. Deswegen sagt der Autor, desgleichen hat Antichrist Papst Leo XIII. In seiner Enzyklika Immortale Dei gesagt, die einzelnen von Antichrist Pius IX. Im Lauf der Zeit verdammten Sätze seien deshalb im Syllabus zusammengestellt, Zitat, damit die Katholiken etwas hätten, wonach sie sich richten könnten, ohne Anstoß zu geben. Ende Zitat. Damit die Katholiken etwas hätten, wonach sie sich richten könnten. Also das heißt mit anderen Worten, das ist für einen jeden Katholiken, einen jeden Laien, ja, wir sprechen noch nicht mal vom Klerus, da sowieso von, das ist für jeden Laien die Richtschnur des Glaubens, der Lehre, der Dogma, des Dogmas der römisch-katholischen Kirche. Jetzt geht aber doch mal auf die Straße und fragt jeden, der sagt, ja, ich bin Katholik, ob er das kennt. Und ich bin sicher, dass ihr von 100 noch nicht mal einen finden werdet, der sagt, dass er das kennt. Oder vielleicht einer. Und wenn ihr den dann fragt, ob der das verstanden hat, was damit gemeint ist, ja, dann bin ich noch nicht sicher, ob er das überhaupt auch richtig verstanden hat. Und ich will damit nicht sagen, dass Katholiken nichts verstehen oder was, sind ja keine dummen Leute, ganz im Gegenteil. Der Punkt ist ganz einfach, die Tragweite dessen, was hier steht, dessen muss man sich bewusst sein und dessen sind sich Katholiken oftmals nicht bewusst. Genauso wie sie sich nicht bewusst sind, dass sie zu Maria beten. Ja, wir beten ja nicht Maria an, wir beten ja nicht das Bild an. Immer diese ganzen Ausreden. Nein, natürlich tut ihr das. Ja? Hört euch doch mal das Gebet an für die Maria, was da drin steht. Ja? Da wird die Maria direkt drin adressiert. Und das ist Nekromantie, das ist einen falschen Gott haben, das ist vom Gott der Bibel als Abfall dahingestellt, als eine, wie sagt man so schön im Englischen, mir fallen oftmals die deutschen Worte nicht an, ein Abomination, ja, das ist also etwas Abscheuliches vor dem Herrn, so etwas zu tun. Und dessen sind sich viele Leute, vor allem die Katholiken, überhaupt nicht bewusst. Und deswegen ist das so ein, oder sind das so wichtige Sätze hier. Antichrist Leo XIII., der Nachfolger von Antichrist Pius IX., sagte, damit die Katholiken etwas hätten, wonach sie sich richten können, ohne Anstoß zu nehmen, das seien die Sätze, die im Syllabus zusammengefasst sind. In seiner Enzyklika Immortale Dei. Und an den Bischof Dubert von Périgueux schreibt er wenig später, am 27. Juli 1884, also wir sprechen jetzt von Antichrist Leo XIII., ne? Der hat 1878 von Pius IX., als er verstorben ist, übernommen. Zitat, die von diesem heiligen Stuhle ausgehenden Unterweisungen, welche im Syllabus und anderen offiziellen Aktenstücken unseres Vorgängers wie in unseren eigenen Enzykliken enthalten sind, tun den Gläubigen auf klare Weise kund, welches ihre Gesinnungen und ihr Wandel in den schwierigen Lagen der Zeit und Dinge sein müssen. Hier werden sie eine Richtschnur für ihren Geist und ihre Werke finden. Ende Zitat. Ich sagte ja gerade, das ist die Richtschnur des römischen Katholizismus. Ja. Das ist jetzt also der zweite Papst hintereinander. Erst sagt es Antichrist Papst Pius IX., jetzt sagt es Papst Leo XIII. Und es werden alle Päpste danach genau dasselbe sagen, weil der Papst ist ja in solchen Glaubensfragen unfehlbar. Das ist ja eine Glaubensfrage. Wenn ich die Richtschnur der römisch-katholischen Kirchenlehre rausgebe, dann bin ich über römisch-katholisches Kirchendogma am Sprechen. Dann spreche ich, ob ich jetzt vom Thron ex cathedra spreche oder nicht, dann spreche ich im Sinne einer Lehre. Es wird ja hier ganz deutlich gesagt, was gelehrt wird, was die römisch-katholische Kirche als richtig und als falsch darstellt. Deswegen heißt es Syllabus der Fehler. Da werden die Fehler aufgelistet. Die Fehler, die die römisch-katholische Kirche findet. Die vom Heiligen Stuhle ausgehenden Unterweisungen, welche im Syllabus und anderen offiziellen Aktenstücken unseres Vorgängers sowie in unseren eigenen Enzykliken enthalten sind. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Offizielle Aktenstücke, das ist der Punkt, den ich meine. Hier geht es nicht darum, dass Jörg irgendwas gegen die römisch-katholische Kirche hat und sagt, von das ist ja alles
teuflisch und schlecht und gegen die Bibel. Es ist das Lesen und Verstehen ihrer eigenen offiziellen Aktenstücke, das die römisch-katholische Kirche bloßstellt. Deswegen sagte der Autor gerade eben in der Wiederholung, die ich gesagt hatte, es ist Rom niemals eingefallen, dies sein Endziel vor der Welt geheim zu halten. Nein, sie packen es selbst in offizielle Aktenstücke für einen jeden nachzulesen. Das sind keine Verschwörungstheorien. Und die römisch-katholische Kirche, der Vatikan, ist nun mal diejenige, die die Welt führen. Und deswegen ist die Welt so, wie sie ist. Und das ist für jeden nachzulesen. Und lasst euch nicht von irgendeinem erzählen, weil das sind Verschwörungen. Nein. Also offizielle Aussage von dem Papst, ja, das ist hier in dem Buch von Könnecke, AAD, auf Seite 16, ist das niedergeschrieben, dieses Zitat von Leo dem 13. Ich lese es nochmal. Die von diesem heiligen Stuhle ausgehenden Unterweisungen, ja, also wir sprechen hier dann doch von Ex Cathedra, ne? Wenn er von seinem Thron spricht, sonst wäre es ja nicht der heilige Stuhl, oder? Die von diesem heiligen Stuhle ausgehenden Unterweisungen, welche im Syllabus, also das ist der Syllabus der Fehler, und anderen offiziellen Aktenstücken unseres Vorgängers, sowie in unseren eigenen Enzykliken enthalten sind, tun den Gläubigen auf klare Weise kund, welches ihre Gesinnungen und ihr Wandel in den schwierigen Lagen der Zeiten und Dinge sein müssen. Hier werden sie eine Richtschnur für ihren Geist und ihre Werke finden. Eine Richtschnur für meinen Geist, das ist doch, was ich glaube, oder? Also, ich werde hier die Richtschnur für meinen Glauben finden, in der römisch-katholischen Kirche. Genau das sagt der Antichrist Leo der 13. hier und nichts anderes. Wie gesagt, offizielle Aussagen, offizielle Papiere der römisch-katholischen Kirche selbst. Kardinal Fischer endlich nannte den Syllabus in dem Pastoralschreiben vom 19. März 1903 den, Zitat, Prüfstein unserer Zeit, durch den unterschieden wird, was mit der katholischen Wahrheit übereinstimmt oder ihr widerspricht. Ende Zitat. Und bedauerte höchlich, also höchst, würden wir heute wohl sagen, dass einige katholische Schriftsteller gewagt hätten, Zitat, die Kraft und Autorität dieses sehr wichtigen Dokumentes verwegen zu vermindern oder zu beseitigen. Ende Zitat. Ein Prüfstein unserer Zeit, durch den unterschieden wird, was mit der katholischen Wahrheit übereinstimmt oder ihr widerspricht. Seht ihr, das ist ein ganz, ganz wichtiger Satz, weil dieses Wort katholisch genau an der richtigen Stelle steht. Es geht um die katholische Wahrheit. Nach dem Autoren hier, ne? Nach dem Zitat hier. Ne? Ein Prüfstein unserer Zeit, durch den entschieden wird, was mit der katholischen Wahrheit übereinstimmt. Nun, mich als bibelgläubiger Christ interessiert aber nicht die katholische Wahrheit, sondern mich interessiert die Wahrheit unseres Herrn Elohim im Himmel, unseres Vaters im Himmel. Die einzige Wahrheit. Wenn ich eine katholische Wahrheit habe, dann ist das ja nicht die Wahrheit unseres Vaters im Himmel. Es ist ja die katholische Wahrheit. Also eine menschengemachte Wahrheit. Es ist das, was in dieser Welt als Wahrheit gelten soll, aber darum ist es noch nicht die Wahrheit. Katholische Kasuistik. Prüfstein unserer Zeit ist der Syllabus, durch den unterschieden wird, was mit der katholischen Wahrheit übereinstimmt oder ihr widerspricht. Wisst ihr, was der katholischen Wahrheit widerspricht? Die Bibel. Und er bedauerte weiterhin, dass die Kraft und Autorität dieses sehr wichtigen Dokuments verwegen, zu vermindern oder zu beseitigen ein furchtbarer Akt einiger katholischer Schriftsteller gewesen wäre. Also, dass die das abmildern, dass sie das nicht akzeptieren, wie es geschrieben wurde. Das heißt, diejenigen, die gegen die Veröffentlichung eingehen, diejenigen, die gegen diese katholische Wahrheit eingehen, selbst wenn es katholische Schriftsteller sind,
sind hier an den Pranger gestellt. Ja? Unter anderem ist das erschien ja anscheinend in Hönsbrüchs Arbeit Der Syllabus seiner Autorität und Tragweite 1904. Selbst fährt der Autor fort, wenn man diesen Äußerungen gegenüber, die deutlich genug Gehorsam fordern, betonen wollte, der Syllabus sei nicht als unfehlbare Entscheidung ex cathedra erlassen, mein Punkt, den ich vorher machte, so macht das doch für die Wertung des Syllabus als Programmschrift der römischen Weltherrschaftsbestrebung nicht das Geringste aus. Hier sagt der Autor genau das, was ich vorher schon sagte. Ob er das jetzt ex cathedra sagt oder nicht, das spielt gar keine Rolle. Er spricht über römisch-katholisches Dogma, er spricht über Kirchenlehre, er spricht über Glaubenslehre, was man glauben muss. Die Richtschnur des Katholizismus hat er es genannt, ja? Und deswegen sagt der Autor nochmal ganz, ganz deutlich, nicht ich, ich habe es vorher gesagt, jetzt sagt der Autor das hier. Selbst wenn man diesen Äußerungen gegenüber, die deutlich genug Gehorsam fordern, betonen wollte, der Syllabus sei nicht als unfehlbare Entscheidung ex cathedra erlassen, so macht das doch für die Wertung des Syllabus als Programmschrift oder auch Verfassung, wie ich es genannt habe, der römischen Weltherrschaftsbestrebung nicht das Geringste aus, also keinen Unterschied. Ob und wie weit der katholische Christ, den gibt's nicht. Entweder ist man Christ oder man ist Katholik. Ob und wie weit der Katholik verpflichtet ist, die Syllabussätze zur Richtschnur seines Handelns zu machen, kann uns gleichgültig sein gegenüber der Tatsache, dass die offizielle Kirche hier klipp und klar und ohne Umschweife ihre Forderungen an Staat und Gesellschaft stellt. Und dass all diese Einzelforderungen schließlich nur abzielen auf Roms Weltherrschaft, kann auch dem blödesten Auge nicht entgehen, wenn man sich nur einmal vergegenwärtigt, in welchem Zustand sich die bürgerliche Gesellschaft nach vollständiger Durchführung der im Syllabus geltend gemachten Ansprüche Roms befinden müsste. Auch dies nochmal ein sehr wichtiger Satz, den ich direkt nach einem Schluck Kaffee nochmal lesen werde. Weil es ist ja schon erstaunlich, wie sehr der Autor Gustav Mix und ich hier übereinstimmen. Ja? Seine letzte Aussage, die ich ganz blau angestrichen habe, der letzte Satz auf dieser Seite. Und dass all diese Einzelforderungen schließlich nur abzielen auf Roms Weltherrschaft, kann auch dem blödesten Auge nicht entgehen, wenn man sich nur einmal vergegenwärtigt, in welchem Zustand sich die bürgerliche Gesellschaft nach vollständiger Durchführung der im Syllabus geltend gemachten Ansprüche Roms befinden müsste. Also mit anderen Worten, wenn wir uns die Gesellschaft heute in 2021 mal anschauen, dann müssen wir doch sehen, wie sehr dieser Syllabus der Fehler durchgesetzt wird, wie sehr uns gelehrt wird, was alles verkehrt läuft in dieser Welt und dass nur die römisch-katholische Richtschnur, die römisch-katholische Lehre, die einzige wahre, die einzige rettende Lehre ist. Ich verweise da nochmal auf das Video, das viele wahrscheinlich nicht gesehen haben, weil es nur in Englisch ist, von Arturo Sosa, von dem General der Jesuiten. Ich habe das letztens auf BitChute hochgeladen und ich werde den Link dazu auch hier in diesem Video damit beigeben, weil es heißt hier: Jesuit General Reveals Real COVID-19 Agenda. Also der General der Jesuiten offenbart hier die wirkliche COVID-19 Agenda. Und er sagt ganz klar: COVID-19 ist kein Zufall. Ja, wenn es kein Zufall ist, dann ist es geplant, ne? Das muss man da wohl draus verstehen. Und es ist auch kein irgendwie Albtraum, aus dem man mal erwacht und dann wieder zurückgeht in das Leben, wie es vorher war. Nein, 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 nein. Wir brauchen eine ganz neue Menschheit und wir schaffen uns unsere Menschheit durch diese Impfung. Also das Video kann ich nur jedem, der ein wenig Englisch versteht, warm ans Herz legen, sich anzuschauen. Es ist auf meinem YouTube-Kanal Jugglers War und Disinfo. Jugglers War, The Papacy is the Antichrist auf dem englischsprachigen Kanal. Und es ist auf meinem BitChute-Kanal. Ich werde beide Links in die Beschreibungsbox dieses Videos mit reintun. Und wenn ihr das gesehen habt und verstanden habt, dann lest nochmal diesen Satz, den Gustav Mix hier sagt.
dass all diese Einzelforderungen schließlich nur abzielen auf Roms Weltherrschaft, kann auch dem blödesten Auge nicht entgehen, wenn man sich nur einmal vergegenwärtigt, in welchem Zustand sich die bürgerliche Gesellschaft nach vollständiger Durchführung der im Syllabus geltend gemachten Ansprüche Roms befinden müsste. Also der Syllabus der Fehler ist von 1864 und Sie haben bis heute 2021 Zeit gehabt, eben genau das zu tun. Die Durchführung der im Syllabus geltend gemachten Ansprüche Roms. Und das ist doch das, was wir die letzten 160, 170 Jahre sehen, wenn wir mal zurückschauen in die Vergangenheit. Da sehen wir doch, wie die Ansprüche Roms nach vollständiger Durchführung der im Syllabus geltend gemachten Ansprüche passiert ist. Und das erklärt dann die Welt, in der wir heute leben. Rom verlangt im Syllabus, um nur einige der wichtigsten Punkte herauszuheben, die Anerkennung der katholischen Religion als alleinberechtigter Staatsreligion, und der Ausschluss aller anderen Kulte. Satz 77 bis 79. Der Syllabus der Fehler verwirft dementsprechend die Religionsfreiheit und predigt den Glaubenszwang im Satz 15 bis 18 mit seinen äußersten Konsequenzen. Inquisition und Strafgewalt über die Ketzer lesen wir in Satz 24 in Verbindung mit Satz 21. Es beansprucht ferner nicht nur völlige Unabhängigkeit der Kirche vom Staat, Satz 19, ja, und es beansprucht ferner nicht nur völlige Unabhängigkeit der Kirche vom Staat, also mit anderen Worten die Regierung der Geistigen über der weltlichen Macht, sondern auch Unterordnung des Staates unter die Kirche. Mit anderen Worten, der Staat eben ist ein Sklave der geistigen Macht der Kirche. Satz 42 und 43. Daraus ergibt sich unmittelbar die Verwerfung des sogenannten landesherrlichen Platzet für kirchliche Verfügungen auf Satz 28 und der Berufung an den Staat wegen Missbrauchs der kirchlichen Gewalt. Satz 41. Ne? Also deswegen werden zum Beispiel pädophile Priester nicht angeklagt. Nur mal als kleines Beispiel. Sowie die Forderung der Immunität der Kirche und der kirchlichen Personen, derselbe Punkt, das heißt deren Befreiung von aller weltlichen Gerichtsbarkeit, Befreiung von Steuern, öffentlichen Lasten und vom Kriegsdienst in Satz 30 bis 32. Das war jetzt aber ein Hammer, was da alles in dem Syllabus drin steht. Dieser Syllabus ist unglaublich wichtig, um ihn nachzulesen. Deswegen habe ich hier in dem Buch auch, und deswegen werde ich auch in die Beschreibungsbox dieses Videos, den Link zum Syllabus im Wortlaut aus Katpedia, der offizielle römisch-katholische Webseite, euch mitteilen. Und dann kann ihn jeder für sich selbst lesen. Nun könnt ihr auch sagen von, ja Jörg, mach dir doch mal die Arbeit und liest den Syllabus der Fehler und besprecht das mit uns. Werde ich vielleicht in einem extra Video auch irgendwann mal machen. Ich kann aber auch immer nur anraten, wie ich schon in vorherigen Sendungen gemacht habe, zur eigenen Nachforschung. Es kann und soll euch nicht alles auf einem silbernen Tablett serviert werden. Man muss auch mal selbst nachforschen. Und ich werde euch den Link des Syllabus der Fehler in Deutsch in diesem Video geben und jeder kann es selbst nachschlagen. Und wenn ihr danach meint, dass hier Lügengeschichten erzählt werden, dann bitte, dann schreibt es mal in den Kommentar. Aber da werde ich nicht viele Kommentare finden, wo das drin steht, weil der Autor weiß ganz genau, was in dem Syllabus drin steht. Und ich weiß es auch. Ich habe ihn jetzt nicht vor mir liegen. Ich kenne ihn jetzt nicht so auswendig, wie er das ja schreibt. Könnte man sich das ja hinlegen und könnte man drüber sprechen. Ich habe den Syllabus der Fehler aber zweimal gelesen, nämlich einmal in Deutsch und einmal in Englisch. Und das kann jeder auch gerne selbst tun für sich. Und ich würde das sogar ganz stark empfehlen, dass jeder sich das mal durchliest. Dass man weiß, wofür die römisch-katholische Kirche wirklich steht. Ja? Nicht dieses lachende, teuflische Gesicht von dem Franziskus, der einen Jesus predigt, der nicht der Jesus der Bibel ist und immer, oh, guck mal, aber die arme Kirche und der liebe Papst und dies und das. Nein, sondern denen mal die Maske vom Gesicht reißen und zeigen, wie sie wirklich sind. An ihren Taten werdet ihr sie erkennen. An ihren Taten, die sie zum Beispiel schriftlich niederlegen, wie den Syllabus der Fehler und Quanta Cura und Immortale Dei
um mal jetzt einige zu nennen, ja, es gibt auch noch eine ganze Menge andere, aber um nur mal diese drei zu nennen und sich dann diese Schriften anzuschauen und zwar nicht nur eben so eben drüber zu lesen wie bei Moby Dick, so von euch, ich hab's gelesen, ist gut, nee, sich das mal wirklich einzuverleiben, sich das mal wirklich zu vergegenwärtigen, was da wirklich drinsteht, was damit gemeint ist, da ein wenig drüber nachzusinnen, das ein wenig zu studieren und dann zu begreifen, dass dieses Buch von Gustav Mix oder dieses Büchlein von Gustav Mix eine absolute Warnung etwas vor 100 Jahren gewesen ist darüber, wo die Welt sich hin entwickeln wird. Weil er spricht ja, dass es Roms Ziele sind, um die Weltherrschaft an sich zu reißen, wo Rom auch überhaupt kein Geheimnis von macht. Das haben wir oft genug gesehen, selbst in ihren eigenen Veröffentlichungen. Und der Syllabus der Fehler ist ja nun eine ganz deutliche Veröffentlichung von ihnen. Kann man nachschauen, steht da ganz deutlich drin. Das heißt mit anderen Worten, wenn die römisch-katholische Kirche Demokratien, Republiken, Meinungsfreiheit, Pressefreiheit, Versammlungsfreiheit, solche Dinge als Fehler darstellt, wenn die römisch-katholische Kirche die Punkte, die wir hier gerade besprochen haben, nämlich alle anderen Kirchen außer der römisch-katholischen Kirche sind auszuschließend andere Kulte, sie verwirft dementsprechend die Religionsfreiheit und predigt den Glaubenszwang, ja, sie befürwortet Inquisition und Strafgewalt über die Ketzer, es beansprucht nicht nur die völlige Unabhängigkeit der Kirche vom Staat, sondern auch die Unterordnung des Staates unter die Kirche. Daraus ergibt sich unmittelbar die Verwerfung des sogenannten landesherrlichen Platzes für die kirchlichen Verfügungen und der Berufung an den Staat wegen Missbrauchs der kirchlichen Gewalt sowie die Forderung der Immunität der Kirche und der kirchlichen Personen, das heißt deren Befreiung von aller weltlichen Gerichtsbarkeit, von Steuern, öffentlichen Lasten und Kriegsdienst. Ja, wenn das nicht die Forderung nach absoluter alleiniger Weltherrschaft ist, dann weiß ich nicht, was es ist. Rom versteckt seine Forderungen nicht. Deswegen müssen wir es lesen. Wir haben doch in Deutschland diesen Spruch, wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Na bitte, lest dann die Dinge, die wichtig sind, nicht die Bild-Zeitung. Und guckt nicht fern und hört keine teuflische Musik im Radio, sondern konzentriert euch auf die Dinge, die wirklich wichtig sind, zu erkennen, wie der Antichrist ganz deutlich seinen Herrschaftsanspruch hier auf dieser Welt durchsetzen will. Und zwar in Schrift und Wort. Besseres Beispiel als das, was wir hier gerade eben gelesen haben, gibt es ja gar nicht mehr. Aber ich wiederhole es nochmal, ich finde die Sätze in diesem Buch so wichtig, dass ich sie oft zweimal lesen muss. Also, die Anerkennung der katholischen Religion als alleinberechtigter Staatsreligion und der Ausschluss aller anderen Kulte. Das heißt nicht nur Judaismus, Protestantismus, Islam, aber auch Buddhismus, Hinduismus und alle anderen Sorten von Religionen. Jetzt hatten wir gerade letztes Jahr, 2020, doch diese Amazonas-Synode. Auch die heidnischen Kulte, Rituale und Traditionen sind von der römisch-katholischen Kirche verdammt. Und da wird nur gesagt, wir müssen eben nicht auf das schauen, was uns trennt, sondern wir müssen auf das schauen, was uns verbindet. Und wenn wir etwas gefunden haben, das uns verbindet, dann werden wir zusammenkommen in heiliger Kommunion, wie sie es nennen. Das heißt, mit anderen Worten, ein jeder anderer religiöser Kult, jede andere Religionsgemeinschaft muss mit Rom zusammenkommen, um den Eucharist in der römisch-katholischen Opfermesse zu akzeptieren als das, was er im römisch-katholischen Dogma der Transsubstantiation ist. Und nur wenn man volle Kommunion mit Rom hat, gilt man als Katholik und ansonsten gilt man als Ketzer. Andere Dinge werden ausgeschlossen. Dementsprechend verwirft Rom die Religionsfreiheit und sagt, es gibt nur römischen Katholizismus und nichts anderes.
Rom predigt den Glaubenszwang, also keine Freiheit zum Glauben, sondern du wirst gezwungen zu glauben, mit seinen absolut äußersten Konsequenzen. Und zwar ist das die Inquisition, was natürlich wortlautgemäß eigentlich nur Unterfragung heißt, also Befragung, aber Inquisition beinhaltet eben auch Folter. Ja, das kennen wir aus der Vergangenheit. Die Leute wurden unterfragt, deswegen Inquisition, weil Inquisition ist ja eigentlich ein ganz einfaches Wort, das im Grunde nichts anderes heißt als eine Befragung. Das Problem war die Antworten, die sie bekommen haben. Und wenn die Antworten nicht die waren, die im römisch, die in der römisch-katholischen Richtschnur standen, dann wurden die Leute gefoltert, bis sie die Antwort gaben, die Rom hören wollte. Und dann wurden sie noch umgebracht, weil man ihnen nicht geglaubt hat, dass sie wirklich bekehrt waren, sondern weil sie das nur sagten, um weiterer Folter, weiteren Schmerzen zu entgehen. Und wir sprechen hier, was der Autor hier sagt, der schreibt Anfang des 20. Jahrhunderts, ja, mit allen Konsequenzen, Glaubenszwang mit seinen äußersten Konsequenzen, Inquisition und Strafgewalt über die Ketzer. Und wir hatten ja schon in anderen Lesungen auch, hier und auch in anderen Lesungen darüber gesprochen, dass das Directorium Inquisitorum immer noch gilt. Und dass mit anderen Worten eben Rom sich hier die Macht aneignet, einem jeden, der nicht ihrem Dogma folgen will, tatsächlich, das meinen die ganz ernst, körperliche und seelische Gewalt anzutun, bis sie sich bekehren oder aber bis sie ermordet werden können. Umgebracht werden können. Auf jede erdenkliche Art und Weise. Schaut mal, unter anderem auch mit Viren oder mit Impfungen etc. etc. Ich überlasse das mal ein wenig eurer Fantasie, um das auszukleiden. Wie Rom so etwas im 21. Jahrhundert anpackt, was hier geschrieben steht. Glaubenszwang mit seinen äußersten Konsequenzen. Inquisition und Strafgewalt über die Ketzer. Rom beansprucht ferner nicht nur die völlige Unabhängigkeit der Kirche vom Staat, also mit anderen Worten das, was der Papst von sich selbst behauptet, er ist der Richter aller Menschen, kann aber von keinem Menschen selbst gerichtet werden. Das ist genau dasselbe, dieses Mal auf die ganze Institution Kirche, römisch-katholische Kirche wohlgemerkt, übertragen. Also, es beansprucht ferner nicht nur die völlige Unabhängigkeit der Kirche vom Staat, sondern auch die Unterordnung des Staates unter die Kirche. Daraus ergibt sich unmittelbar die Verwerfung des sogenannten landesherzlichen Platzett für kirchliche Verfügungen und der Berufung an den Staat wegen Missbrauchs der kirchlichen Gewalt. Also, wenn kirchliche Gewalt irgendwo festgestellt wird, kann sie nicht verfolgt werden, weil die weltliche Macht keine Gewalt über die geistige Macht, die Macht der Kirche hat. Sowie die Forderung der Immunität der Kirche und der kirchlichen Personen, also des Klerus, ja, Dekane, Priester, Bischöfe, Kardinäle etc. Das heißt, deren Befreiung von aller weltlichen Gerichtsbarkeit. Sie müssen keine Steuern zahlen, sie müssen keine öffentlichen Lasten tragen und sie müssen auch den Kriegsdienst nicht ausüben. Vor allen Dingen fährt der Autor jetzt fort. Aber erhebt Rom im Syllabus Anspruch auf das gesamte Schulwesen, von der Volksschule bis zur Universität, und lehnt insbesondere das Staatsschulmonopol, den staatlichen Schulzwang und die staatliche Beaufsichtigung des theologischen Studiums als unberechtigt ab. Nachzulesen im Syllabus der Fehler, Satz 45 bis 48. Desgleichen verwirft es die Zivilehe, erkennt lediglich die tridentinische Form der Ehe als gültig an und beansprucht das ganze weite Gebiet der Gerichtsbarkeit für sich allein. Und zwar in den Sätzen 65 bis 74 im Syllabus der Fehler. Nun, ein paar Dinge, die ich gerade eben besprochen habe. Über eins gehen wir gleich noch ganz, also ein wenig tiefer ein, nämlich über das Schulwesen, aber über die Ehe. Desgleichen verwirft Rom die Zivilehe. Das ist nun mal die Ehe, die die meisten kennen, ne? Weil wo heiraten die Leute? Beim Standesamt, ne? Das ist die Zivilehe. Aber wisst ihr, dass die Ehe, die vom Standesamt geschlossen wird, vor der Kirche
null und nichtig gültig ist. Eine Ehe ist vor der römisch-katholischen Kirche nur gültig, wenn sie in ihr vollzogen wird. Nach ihrem Sakrament, weil die Ehe ist ein Sakrament in der römisch-katholischen Kirche. Und zwar verwirft es die Zivilehe und erkennt lediglich die tridentinische Form der Ehe als gültig an. Und wenn ihr jetzt wissen wollt, was die tridentinische Form der Ehe ist, dann müsst ihr euch das Buch besorgen, Der Glaube der Kirche von Neuner und Roos, das ich ja schon öfter erwähnt habe. Und schaut nach auf Seite 466 fortfolgende. Ich habe jetzt nicht das Interesse, das Buch zu nehmen und mir die paar Seiten zu nehmen und euch vorzulesen. Das könnt ihr gerne selbst tun. Da steht die tridentinische Form der Ehe ganz deutlich in als römisch-katholisches Dogma erklärt. Und Rom verwirft die Zivilehe, also erkennt sie nicht an und erkennt lediglich diese tridentinische Form der Ehe. Und beansprucht das ganze weite Gebiet der Ehegerichtsbarkeit für sich alleine. Also von wegen, was Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht trennen. Nee, was die römisch-katholische Kirche zusammengefügt hat, kann auch nur die römisch-katholische Kirche trennen und sie trennt es nicht. Sie beansprucht das ganze weite Gebiet der Ehegerichtsbarkeit für sich alleine und niemand anders. Das heißt mit anderen Worten auch, eine Scheidung, zum Beispiel einer Zivilehe, wird von der römisch-katholischen Kirche so auch nicht anerkannt. Da sollte man sich mal genauso drüber bewusst sein. Ja? Das hat ganz, ganz weitreichende Konsequenzen, was ich hier jetzt gerade eben vorgelesen habe. Und ich finde es wirklich wichtig, dass diejenigen, die diese Videos schauen und wirklich interessiert sind an der ganzen Information hieran, sich das Buch von Neuner und Roos über den Glauben der Kirche mal besorgen und dann auf Seite 466 fortfolgende selbst lesen und studieren, was die römisch-katholische Kirche mit der tridentinischen Form der Ehe meint. Ja? Ich werde probieren, daran zu denken, die ISBN-Nummer von dem Buch auch noch in die Beschreibungsbox dieses Videos zuzufügen. Nimmt man endlich noch hinzu, fährt der Autor fort, dass der Syllabus nur eine römisch abgestempelte Wissenschaft gelten lässt, Satz 8 bis 14 und Satz 22, so wird man dem abschließenden Urteil von Götz beipflichten müssen. Zitat. Der Syllabus ist der feierliche Absagebrief an die ganze nicht-ultramontane Welt. Alle staatliche und bürgerliche Kultur, unbeschadet der Richtung, der sie sich zuneigt, verdammt er, soweit sie nicht ultramontan ist. So, und da hatten wir jetzt kurz über die Ehe gesprochen und natürlich gibt es noch einen ganz anderen wichtigen Punkt, den ich kurz vorher genannt hatte. Vor allen Dingen sagt der Autor ja hier, mit dem ich angefangen habe, den Satz, erhebt Rom im Syllabus Anspruch auf das gesamte Schulwesen. Von der Volksschule bis zur Universität. Ja? Das heißt mit anderen Worten, es gibt keine einzige Schule auf dieser Welt, in die Kinder verpflichtet gehen müssen, in der nicht in der ein oder anderen Form römisch-katholisches Dogma gelehrt wird. Und ich sage jetzt gar nicht mal, dass es überall religiös ist, weil meine Schule war ja, ich war in einer ganz normalen Volksschule, war ja gar nicht besonders religiös. Aber es geht um die ganzen Schulbücher. Es geht um das ganze Curriculum, wie man das so schön nennt. Ja? Alles, was mit der Lehre in der Schule zu tun hat. Und da möchte ich nochmal eben ganz kurz, deswegen muss ich da auch gar nicht so tief drauf eingehen, auf unsere Lesung verweisen, die ich damals mit Maximilian gemacht habe, über Schöpfung gegen Evolutionslehre, wo wir ja aus Schulbüchern, sogar aus Max eigenen Schulbüchern Beispiele rausgeholt haben und eben gesehen haben, dass alle Schulbücher schlussendlich jesuitischer und damit natürlich römisch-katholischer Kontrolle unterliegen. Mit anderen Worten, alles, was in der Schule gelehrt wird, muss angepasst sein an die Richtigkeit der Lehre der römischen Kirche, ihre Richtschnur, über die wir ja bereits gesprochen haben. Ja? Also, versteht mich jetzt richtig, es geht jetzt nicht um Religiosität in der Schule, sondern es geht ganz einfach darum, dass wir verstehen,
dass alle Schulbücher von römisch-katholischer Seite aus geschrieben sind. Wir kriegen gar nichts anderes gelehrt in der Schule als das, was nicht von der römisch-katholischen Kirche abgesegnet ist, als von, okay, das darfst du lehren, ja, das darfst du so schreiben. Man findet keine kritischen Schriften in der Schule. Man findet keine kritische Erziehung in der Schule. Das gibt's einfach nicht. Der römisch-katholischen Kirche ist das Staatsschulmonopol ein Dorn im Auge. Aber was macht die römisch-katholische Kirche dann? Sie schafft das Staatsschulmonopol nicht ab, sondern sie erinnert den Staat, dass sie mit ihrer geistigen Macht über der weltlichen Macht steht und dass das Staatsschulmonopol gut ist, wenn es sich an die Dogmen und die Richtschnüre der römisch-katholischen Kirche in Lehrformen richtet. So einfach ist das. Mit anderen Worten, wenn alles im Unterricht und in den Schulbüchern konform römisch-katholischer Lehre ist, dann ist das ja in Ordnung. Also, ich verdamme das Staatsschulmonopol auf der einen Seite und auf der anderen Seite infiltriere ich es, weil ich sage, meine geistige Macht steht über der weltlichen Macht und wenn die Staatsschule sich ein Monopol herausnimmt, also mit anderen Worten, der Staat hat die Schulen und nicht die Kirche. Gut, aber wenn der Staat der Kirche untertan ist, was ist denn dann ein Staatsschulmonopol wert? Ja, die Antwort überlasse ich einem jeden selber jetzt mal auszusprechen. Ja? Und das ist ganz, ganz wichtig, dass wir das verstehen. Rom erhebt im Syllabus Anspruch auf das gesamte Schulwesen, von der Volksschule bis zur Universität und lehnt insbesondere das Staatsschulmonopol, den staatlichen Schulzwang und die staatliche Beaufsichtigung des theologischen Studiums als unberechtigt ab. In Satz 45 bis 48. Und inwieweit der Einfluss der römisch-katholischen Kirche auf die Schule geht und überhaupt auf die Erziehung geht, das haben wir in Herrscher des Bösen besprochen, wo wir vom Ratio Studiorum sprachen, ja, das Lernen gegen das Lernen, das die römisch-katholische Kirche durch die Jesuiten bereits Ende des 16. Jahrhunderts eingeführt hat und seitdem perfektioniert hat und sich ja heute in 2021 absolut perfektioniert hat. In dem System gibt es nur das Lernen gegen das Lernen, was heißt, das Lernen des menschlichen Wissens, der menschlichen Erleuchtung gegenüber der Weisheit der Bibel. Das ist Lernen gegen das Lernen. Alles in dieser Welt und nichts aus dem Wort Gottes lernen. Das ist das Lernen gegen das Lernen. Das haben sie die letzten 400 Jahre perfektioniert. Fast 500 Jahre, ja, nur 400 Jahre, etwas über 400 Jahre. Jetzt haben sie das perfektioniert. Und das ist die Welt, in der wir heute leben. Deswegen beschäftigt sich der Syllabus der Fehler bereits im 19. Jahrhundert damit und sagt, gut, ich verdamme das Staatsschulmonopol offiziell. Und da ich es nicht abschaffen kann, werde ich es infiltrieren. Mit anderen Worten, ich werde die Schulen nach meiner Richtung ausrichten. Durch dafür zu sorgen, dass alle Curriculum, also alle Schulbücher und alle Unterrichtsformen der römisch-katholischen Unterrichtsform entsprechen. So einfach ist das. Und genau das tut es heutzutage in der Welt. Ja? Den staatlichen Schulzwang findet sie nicht gut, dann gibt es halt den römisch-katholischen Schulzwang. Aber eben auch nur so weit, da wird eben auch nur so weit gelehrt, was sie wollen. Schaut mal, in Ländern, wo die römisch-katholische Kirche wirklich sehr souverän, ultramontan, heutzutage noch regiert, schaut euch da mal die Zahlen an der Analphabeten im Vergleich zu anderen Ländern. Ja, es gibt noch sehr, sehr viele Analphabeten. Und oftmals nicht deswegen, weil die Leute die Intelligenz dazu nicht haben. Ja, aber weil es ihnen nicht beigebracht wird oder nicht vernünftig beigebracht wird. Ja. Rom nährt sich von der Unwissenheit seiner Untergebenen. Das sollte man immer hierbei verstehen. Und wenn die römisch-katholische Kirche sich das gesamte Schulwesen dienbar macht, aber Rom kein Interesse an gut, ich meine jetzt im Sinne der Bibel, wirklich gut gebildeten Menschen hat,
dann wird sie auch keine gut gebildeten Menschen da rauskommen lassen. Und dann wird eben auch die ganze Wissenschaft eben nur eine solche Pseudowissenschaft sein. Oder eine Wissenschaft, die sich nur so nennt, aber eben keine ist. Ja? Letztens hatte ich doch dieses eine, ich weiß gar nicht mehr, was das war. War das jetzt ein Video, das ich gesehen hatte? War das ein Artikel, den ich gelesen habe? Ich glaube, das ist mit Michael zusammen, dass wir dagegen gekommen sind. In dem Papier wurde nochmal deutlich gemacht, dass die Regierung oder die Politik der Wissenschaft Vorgaben macht, das und das sind unsere Ziele, das müssen wir erreichen, also muss die Wissenschaft dafür sorgen, dass die Dinge, die wir erreichen wollen, in der Wissenschaft nachgewiesen werden können. Also mit anderen Worten, die Politik macht die Vorgabe und die Wissenschaft läuft hinterher. Anstatt dass die Wissenschaft sagt, das ist so und danach müssen wir dann die Politik ausrichten. Nein, nein, sagt die Politik, das wollen wir, dass das so ist. Und danach richten wir unsere Politik aus und ihr sorgt dafür, dass das dann auch so verkauft wird, als dass das so ist. Mit eurer wissenschaftlichen Autorität. Zum Beispiel im medizinischen Bereich. Um nur mal ein Beispiel zu nennen. Ja? Die Politik gibt da die Richtung vor. Es ist nicht, dass die Wissenschaft sagt, so und so ist das und danach müssen wir die Politik ausrichten. Die Politik sagt, so und so soll das sein und danach wird die Wissenschaft ausgerichtet. Ja. Sehr interessant, sich mit solchen Sachen mal zu beschäftigen. Wie gesagt, vor allen Dingen aber hebt Rom im Syllabus Anspruch auf das gesamte Schulwesen. Alles, das gesamte Schulwesen ist vollständig ihr unterworfen. Nun steht hier auch bei, und da können einige dann ein Gegenargument bringen, da steht hier, insbesondere das Staatsschulmonopol, den staatlichen Schulzwang und die staatliche Beaufsichtigung des theologischen Studiums als unberechtigt. Ja? Die staatliche Beaufsichtigung des theologischen Studiums. Wie gesagt, der Staat kann beaufsichtigen, was er will. Solange der Staat ein Vasall der Kirche ist, ist das ja nur äußerlich. Und die römisch-katholische Kirche hat dafür gesorgt, in den letzten Jahrzehnten, dass der Staat ein Vasall, ein Zuarbeiter der Kirche ist. Wenn es also eine staatliche Beaufsichtigung eines theologischen Studiums gibt, dann ist das nur pro forma. Ja? Und nicht wirklich so. Und über die Ehe hatten wir bereits gesprochen. Nimmt man endlich noch hinzu, fährt der Autor fort, dass der Syllabus nur eine römisch abgestempelte Wissenschaft gelten lässt. Was habe ich euch gerade eben gesagt? Ja? Der Staat gibt der Wissenschaft vor, was zu untersuchen ist, was das Dogma ist, was gelehrt werden muss und das wird dann wissenschaftlich unterbaut, sagt der Autor hier jetzt in seinen eigenen Worten selber. Nimmt man endlich noch hinzu, dass der Syllabus nur eine römisch abgestempelte Wissenschaft gelten lässt, und zwar in den Sätzen 8 bis 14 und 22, so wird man dem abschließenden Urteil von Götz in seinem Werke auf Seite 277 beipflichten müssen. Zitat: Der Syllabus ist der feierliche Absagebrief an die ganze nicht-ultramontane Welt. Alle staatliche und bürgerliche Kultur, unbeschadet der Richtung, der sie sich zuneigt, verdammt er, der Syllabus, soweit sie nicht ultramontan ist. Also mit anderen Worten, alles nicht-ultramontane ist verdammt. So, jetzt muss ich mal kurz eine kleine Lesepause machen und muss schauen, inwieweit wir noch weiterlesen, ob wir vielleicht doch zum Ende des Videos bereits gekommen sind. Ja, wir werden noch eben weiterlesen, auch wird es dann wahrscheinlich mit meinen Kommentaren etwas über eine Stunde, aber das kann ich auch nicht helfen. Aber das Stück, was jetzt noch kommt, ist zu wichtig, als dass ich damit ein neues Video anfangen möchte. Vielleicht lesen wir jetzt noch ein bisschen und gehen dann nächstes Mal darauf nochmal drauf ein, aber ich möchte eben den Rest dieser Seite ganz sicher nochmal lesen. Der Autor sagt, so weiß nun also jedermann, woran er mit Rom ist. Oder er könnte es wenigstens wissen. Durch Rom selbst. Wie gesagt, Rom macht keinen Hehl aus seinem Machtanspruch, die Weltherrschaft haben zu wollen. Man muss nur die Veröffentlichung von Rom lesen, in denen sie es schreiben. Aber es ist kein Geheimnis. Jedermann weiß oder könnte es wissen,
durch Rom selbst, woran er mit Rom ist. Wenn trotzdem so vielfältig Klagen laut werden über Roms Hinterhältigkeit und Unzuverlässigkeit, so ist das lediglich die Folge einer verhängnisvollen Selbsttäuschung, der man sich vornehmlich in führenden politischen Kreisen über Roms Absichten hinzugeben pflegt. Verhängnisvolle Selbsttäuschung vornehmlich in führenden politischen Kreisen. Jetzt habe ich den Satz, den ich gerade eben gelesen habe, die Worte, die ich jetzt nochmal wiederholt habe, extra blau angestrichen in der Hoffnung, dass jedem es jetzt langsam wie Schuppen aus den Augen fällt, wenn er sich die Politik in Deutschland oder in anderen Ländern anschaut. Eine verhängnisvolle Selbsttäuschung, vornehmlich in führenden politischen Kreisen. Die Leute täuschen sich selbst, um ihre Agenden durchdrücken zu können. Hauptsächlich solche Leute wie zum Beispiel Merkel. Die und andere politische Führer können diese Dinge einfach tun, weil sie sich selbst täuschen. Weil sie sich selbst sagen, oh, das, was Rom hier vorgibt, das ist schon richtig, das ist gut. Sie messen es nicht an der Wahrheit, sie messen es nicht an der Bibel. Sie täuschen sich selbst. Es ist nicht nur so, dass sie von Rom getäuscht werden, sie täuschen sich dann auch noch selbst. Sie reden sich das gut, mit anderen Worten. Ja, das ist alles prima, das muss alles so sein. Eine verhängnisvolle Selbsttäuschung, vornehmlich in führenden politischen Kreisen. Leute, wenn diejenigen, die wir sozusagen wählen, die über uns herrschen sollen, wenn das Leute sind, die verhängnisvollen Selbsttäuschungen anhängen, welche Art von Führung, welche Art von Hilfe können wir denn von solchen Leuten erwarten? Wenn trotzdem so vielfältig Klagen laut werden über Roms Hinterhältigkeit und Unzuverlässigkeit, so ist das lediglich die Folge einer verhängnisvollen Selbsttäuschung, der man sich, vornehmlich in führenden politischen Kreisen, über Roms Absichten hinzugeben pflegt. Denn dass gerade diejenigen, die berufsmäßig mit Rom zu tun haben, so wenig über Roms eigentliche Ziele unterrichtet sein sollten, wie es manchmal nach den Unbegreiflichkeiten unserer Kirchenpolitik zu urteilen den Anschein hat, ist doch nicht anzunehmen. Es will mir vielmehr scheinen, als ob die Auffassung Niebuhrs von der sinkenden Macht des Papsttums, der man den herkömmlichen Kurialstil getrost zugutehalten dürfe, auch heute noch vielfach als eine unglückselige Erbschaft in Diplomatenköpfen herumspukt. Ja, nochmal, ein ziemlich langer, ein wenig zu schwer zu verstehender Satz. Ja? Also, so ist das lediglich die Folge einer verhängnisvollen Selbsttäuschung. Nochmal, wenn trotzdem so vielfältig Klagen laut werden über Roms Hinterhältigkeit und Unzuverlässigkeit, so ist das lediglich die Folge einer verhängnisvollen Selbsttäuschung, der man sich vornehmlich in führenden politischen Kreisen über Roms Absichten hinzugeben pflegt. Denn dass gerade diejenigen, die berufsmäßig mit Rom zu tun haben, Merkel war beim Papst, und andere Politiker waren beim Papst. Das heißt, sie haben berufsmäßig mit Rom zu tun. Warum? Weil die weltliche Regierung der geistigen Regierung untertan ist. Weil die weltliche Regierung regelmäßig zu Bischöfen und Kardinälen geht, um ihre Instruktionen zu bekommen. Diejenigen, die berufsmäßig mit Rom zu tun haben, sind so wenig über Roms eigentliche Ziele unterrichtet, wie es manchmal nach Unbegreiflichkeiten unserer Kirchenpolitik zu urteilen den Anschein hat, ist doch nicht anzunehmen. Es will mir vielmehr scheinen, als ob die Auffassung Niebuhrs von der sinkenden Macht des Papsttums, der man den herkömmlichen Kurialstil getrost zugutehalten dürfe, auch heute noch vielfach als eine unglückselige Erbschaft in Diplomatenköpfen herumspukt. Also nach dem Motto, der Papst hat doch keine Macht.
Vergleiche hier Veröffentlichung von Nippols Handbuch der neuesten Kirchengeschichte in Elberfeld 1883. Dazu besonders einem literarisch-kritischen Anhang auf Seite 834 fortfolgende, wo der verhängnisvolle Irrtum Niebuhrs vortrefflich gekennzeichnet wird, wenn es unter anderem heißt, Zitat aus dem Buch von 1883, Zitat, über der zwar äußerlich wiederhergestellten, aber vom Anbeginn tief erschütterten weltlichen Macht wurde die Bedeutung der Geistlichen derart übersehen, dass selbst ein Ranke dem Diplomaten in diesem Grundirrtum nachfolgte. Ebenso schien ihm, wir sprechen hier von Niebuhr, ebenso schien ihm ein Vertrag mit zweideutigen Ausdrücken völlig in Ordnung, wenn der Unterhändler der Kurie nur heimlich, also wohl mündlich, die Nichtausführung der bedenklichen Punkte versprach. So galt ihm sogar die geistliche Gerichtsbarkeit, Zitat, nach den jetzt geltenden Kirchensatzungen, Ende Zitat, für ganz unverfänglich. Dass diese jetzt geltenden Satzungen alle Ansprüche der Bulle Unam Sanctam einschlossen, lag außer seinem Horizont. Unam Sanctam. Es ist notwendig für die Erlösung einer jeden menschlichen Seele, um Untertan oder Subjekt des römischen Pontiffs zu sein. Bonifaz der VIII., 1302, in Unam Sanctam. Habe ich ein eigenes Video drüber gemacht. Unam Sanctam ad absurdum. Dass diese jetzt geltenden Satzungen alle Ansprüche der Bulle Unam Sanctam einschlossen, lag außer seinem Horizont, also außerhalb seines Verständnisses. Befreiung der Geistlichen von der weltlichen Gerichtsbarkeit und Ausdehnung der geistlichen Gerichtsbarkeit auf das bürgerliche Gebiet, Strafbarkeit der Ketzer und Ungültigkeit der von der Kirche nicht anerkannten Ehen und Ehescheidungen, Zensur und Bücherverbot, unbestrittene Vermehrung der Güter der toten Hand und volle Abhängigkeit der Schule vom Klerus, volle Abhängigkeit der Schule vom Klerus, überhaupt alles, was die Kurie in ihrem Interesse verlangte, erschienen Niebuhr wohl gar als die besten Heilmittel des Staates gegen die Revolution. Ja, meine lieben Brüder und Schwestern, das war eine sehr intensive Lesung von ein paar Seiten. Wir sind am Ende des ersten Absatzes auf Seite 17 in dem Heftchen, auf Seite 10 in dem PDF von 22 belandet, mit nach 7 Lesungen. Also ich glaube, wir haben noch ein paar vor uns, bis wir hier durchkommen. Ich hoffe, euch ist die Wichtigkeit der Lesung heute deutlich geworden, aufgrund der Punkte, die wir alle besprochen haben. Ich gehe in diesem letzten Absatz auf Seite 16 nächstes Mal in der 8. Lesung nochmal drauf ein und den Anfang, den ersten Absatz auf Seite 17 oben gehe ich auch nochmal ein, dass wir den nochmal besprechen. Aber gerade eben der letzte Satz, der sollte einem doch wirklich jetzt mal eben die Augen öffnen. Und den lese ich nochmal kurz. Alle Ansprüche der Bulle Unam Sanctam eingeschlossen, lag außer seinem Horizont. Und dann fährt der Autor fort und sagt, Befreiung der Geistlichen von der weltlichen Gerichtsbarkeit. Ausdehnung der geistlichen Gerichtsbarkeit auf das bürgerliche Gebiet. Strafbarkeit der Ketzer und Ungültigkeit der von der Kirche nicht anerkannten Ehen und Ehescheidungen, Zensur und Bücherverbot, unbestrittene Vermehrung der Güter und der toten Hand und volle Abhängigkeit der Schule vom Klerus, überhaupt alles, was die Kurie in ihrem Interesse verlangte, erschien Niebuhr wohl gar als die besten Heilmittel des Staates gegen die Revolution. Also mit anderen Worten, nur wenn die Kirche ultramontan herrscht, dann kann es keine Revolution geben. Und das heißt, der Staat wird eben behalten in der Art und Weise, wie er jetzt ist, weil er den Schutz der Kirche genießt, wenn der Staat nach der Richtschnur der Kirche handelt, Strafbarkeit der Ketzer und eben auch vor allen Dingen Befreiung der Geistlichen von der weltlichen Gerichtsbarkeit und
Ausdehnung der geistlichen Gerichtsbarkeit über das bürgerliche Gebiet. Das sind die paar Sätze, mit denen ich hier enden möchte. Ich werde mir jetzt die Mühe machen, nochmal kurz die ISBN-Nummer von dem Buch Der Glaube der Kirche rauszusuchen und das hier mit in das Video mit einzufügen und auch die anderen Links, von denen ich sprach, hier den Syllabus der Fehler in Deutsch. Und dann hoffe ich und bete ich dafür, dass ihr diese Lesung zum Anlass nehmt, eure eigenen Studien dahingehend auszubreiten und dann mit euren Freunden, Familie und Bekannten darüber sprecht und ihnen deutlich macht, dass Rom niemals ein Hehl aus seinem Anspruch für Weltherrschaft gemacht hat. Und wenn man dann wissen will, wie Weltherrschaft unter Rom aussieht, ja, da muss man sich nur die letzten 1000 Jahre und ein bisschen unter der Herrschaft des ultramontanen Antichristen anschauen. Dann weiß man, wo es hingeht. Und wenn man wissen will, wie es endet, ja, da muss man seine Bibel in die Hand nehmen. Und am Ende die Wahrheit, Gottes Wort studieren. Gott, der das Ende von Anfang an kennt, der das Alpha und Omega ist, der Begründer und Beender unseres Glaubens ist, der uns sagt, wo wir herkommen, warum wir hier sind und wo wir hingehen. Wir haben es nicht selbst in der Hand. Wir sind abhängig von der Gnade Gottes. Dafür müssen wir beten. Und das Gebet eines rechtschaffenen Menschen erreicht viel. So steht's geschrieben. Bis zum nächsten Mal. Maranatha. Der größte Trick, den der Teufel je gebracht hat, war, die Welt glauben zu lassen, es gebe ihn gar nicht.